Extrem? Uncool. Mit diesem Jugendworkshop hat die Freie Wähler Landtagsfraktion ihre Themenwoche gegen Extremismus für Toleranz fortgesetzt. Drei Schülergruppen aus Regenstauf, Karl Münz und Kirchheim bei Schwaben haben an der Veranstaltung im Maximilianeum teilgenommen. Was ist eigentlich extrem? Welche Formen des Extremismus gibt es? Und vor allem, woran sind Extremisten zu erkennen? Um diese Fragen zu beantworten, arbeiteten die Jugendlichen einen ganzen Nachmittag mit Experten zusammen, unterstützt von drei Landtagsabgeordneten der Freien Wähler. Es sei wichtig, die Schüler frühzeitig über die Gefahr des politischen Extremismus aufzuklären, so deren jugendpolitischer Sprecher Thorsten Glauber. Ich denke, jegliche Form von Extremismus belastet unsere Demokratie. Und ich denke, wir können nie früh genug beginnen, Jugendliche, sowohl in der Schule auch wie in ihrem Alltag, mit dem Thema zu konfrontieren. Denn es zeigt sich immer wieder, es gibt doch auch in Bayern noch viel zu sprechen in diesem Thema. Es ist nicht überall angekommen und mit solchen Veranstaltungen wollen wir, die Fraktion, ich auch als jugendpolitischer Sprecher, darauf aufmerksam machen und auch in die Diskussion mit unseren Schülerinnen und Schülern in Bayern kommen. Ziel des Workshops war es auch, extremistische Propagandatricks zu erkennen, denn auf den ersten Blick lassen sich die Parolen nur schwer entziffern. Moderne Kleidung, ansprechende Internetseiten und scheinbar unterhaltsame Musik. Extremisten von links und rechts verbreiten ihre Ideologien stets gut getarnt und versuchen so, speziell Jugendliche zu ködern. Extremismus stellt daher noch immer eine große Bedrohung dar. Wir müssen immer wachsam sein und gerade dann, wenn man glaubt, dass diese Gefahr nicht existiert, ist die Gefahr besonders groß, weil, wie ich beschrieben habe, die Methoden so subtil sind, dass wir eben mit viel Aufklärungsarbeit da arbeiten müssen. Abschließend präsentierten die Schüler die Ergebnisse der Arbeitsgruppen im Plenarsaal. Die Jugendlichen wissen jetzt, woran sie Extremismus erkennen, wie wichtig die Achtung unterschiedlicher Lebensweisen ist und wie sie gegen Extremisten jederzeit deutlich Stellung beziehen können.